Und damit hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge des Mirror's Edge Let's Plays, wo wir ja, wie ihr wisst, gerade hier oben bei dem Boss sind und gerade versuchen, diesen Boss irgendwie zu besiegen. Ich habe mir weder einen Guide angeschaut noch irgendwas anderes. Ich habe genau keine Ahnung, wie wir den Boss am besten schaffen könnten. Außer, dass ich weiß, es wäre ganz gut, wenn ich ihn regelmäßig ausweiche und ihn dann einen reinpfeffere. Aber ob das klappt, wie ich mir das vorstelle, da bin ich überfragt. Also es ist jetzt tatsächlich einfach nur das, was ich mir ausgedacht habe, was wir hier gerade machen. Einfach nur... Oh, ja, das klappt. Aha. Jetzt F. Nee. Was muss ich denn drücken? Achso, Rechtsklick. Ich erinnere mich. Hä? Jetzt haben wir's. Gib mir die Waffe, los. Oder auch nicht? Hä? Ja, das sehe ich auch. Ich dachte, ich kann ihm die Waffe so wegnehmen. Wo ist er? Hoch oder runter? Okay, er muss runter sein. Na gut, okay. Aber wir haben ihn geschafft. Ich dachte, dass das hier irgendein besonderer Boss ist, aber anscheinend wohl nicht. Ah, Hallöchen. So, es geht's. Machen wir wieder auf hier. Sehr schön. Wir machen ein Runner-Game, in einem Runner-Game eine Verfolgungsjagd. So, für alle, die es vielleicht interessiert, es ist 18.02 Uhr. Die Folge geht um 19 Uhr online. Auf wit.me. Uiuiui. Ich nehme mal wieder richtig kurz vor knapp auf. Aha. So wie sich das gehört. Hör auf zu schießen. Wer ist das? Und warum verfolge ich dich? Oh, 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 oh. Ah. Bleib dran. Ja. Das ist einfacher gesagt als getan. So, wo ist sie hin? Hier rein. Ich vermute hier runter. Ich bin mir selber nicht ganz sicher. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. So, ich habe mich übrigens entschieden, dass ich Mirror's Edge Catalyst auf jeden Fall auch noch mache. Einfach nur, um den Vergleich euch bringen zu können, was ich persönlich denn jetzt besser finde. Ich habe so ein Pech. Okay, nochmal so. Also. Leertaste, Q und... So. Dahin. Mist, er ist zu schnell. Ich habe ihn verloren. Ja, ich habe mich aber gerade auch behindert angestellt. Ach so, das war... Ah. Das war meine eigene Schuld. Alles klar. Und ich dachte schon... Ich hätte mich irgendwie zu behindert angestellt, dass das ist, tatsächlich daran liegt, dass ich irgendwas richtig falsch gemacht hätte, aber ich habe tatsächlich einfach nur zu lange gebraucht. Ich muss mich beeilen. Sehr geil gemacht. Nein, weil ich möchte gerne einfach den Vergleich zwischen Mirror's Edge und Mirror's Edge Cataclysm, möchte ich einfach gerne liefern. Wow. Und, da einfach mal schauen, was denn davon jetzt besser ist. Was ich euch noch an interessanten Infos geben kann, wie ihr wisst, brauche ich ja theoretisch Rechnungen, damit ich mein Geld gegen die Steuer, eure Spenden gegen die Steuern rechnen kann. Und bei Kinguin kriegt man normalerweise Rechnungen, die haben aber ihr System umgestellt. Ich muss mal hier ein bisschen beeilen. Die haben aber ihr System umgestellt. Dort hinten. Sei vorsichtig, Faith. Ja, vorsichtig ist. Boah, nett ausgedrückt. Nächster Fight? Ja, nächster Fight. Scheiße. Ah. So, sie scheint nicht das Interesse haben, wegzulaufen. Das heißt, ich muss wieder
Wir versuchen, die Waffe wegzunehmen. Sobald sie das erste Mal wieder rot ist, versuche ich sofort mit R die Angriffe abzuhandeln. Ah, das war zu weit weg, scheiße. Das hätte man sich denken können. So, wir haben sie. Muss ich noch was machen? Nein, sehr gut. Wer bist du? Wir hocken breitbeinig über ihr. Ich habe versucht, dich zu warnen. Tut mir leid. Du musst lernen, loszulassen, Faith. Genauso wie bei deiner Familie. Die Runner sind erledigt. Icarus ist nur der Anfang. Und ich will leben, Faith. Nicht nur überleben. Warum Pope? Sein Wahlkampf hat unerwartete Unterstützung gefunden. Aber er hat übertrieben. Hat angefangen, den falschen Leuten zu drohen. Wichtigen Leuten. Er ist hinter Icarus gekommen. Musstest du ihn deshalb ausschalten? Er oder ich? Tut mir leid wegen Kate. Ich wusste nicht, dass sie deine Schwester ist. Einfach nicht, okay? Hab alles Wichtige gehört, Kleine. Hör mal, Creek sagt, Kates Urteil wurde verkündet. So schnell? Der Segen des schnellen Rechtssystems, was? Sie haben sie verurteilt, Faith. Natürlich haben sie das. Ein Konvoi bringt sie in weniger als einer Stunde ins Gefängnis. Drake lässt ein Gewehr in der Nähe des CCC-Gebäudes deponieren. Ich halte dich auf dem Laufenden. Leg los! Also werden wir jetzt wahrscheinlich versuchen, was hoch ist dir hier, das zu verhindern. Ich muss nur schauen, wie ich das überhaupt verhindern kann. Also dieses manchmal einfach nur losspringen zu schauen, was passiert, ist manchmal echt so eine richtig beschissene Idee, sage ich euch. Aber du musst weg von ihnen. Es ist auch irgendwie witzig. Dachte ich, soll weg von ihnen. Juppa. So, hier hoch. Lauf doch mal, danke. Wo lang? Da oben ist mein Ziel. Dann nicht. Ja, nein. Okay, dann halt. Ja, wie ihr wisst, die Runner haben genau eine Aufgabe, und zwar sollen die verhindern, dass ich vor ihnen weglaufe. Also die werden genau gegen mich ausgebildet. Ja, das hat nicht geklappt. Okay, das war's. Würde ich sagen, schaffe ich das nochmal, dass ich hier den Weg laufen kann? Nein. Das dachte ich mir fast. Aber die Wand dort wäre eine gute Stelle gewesen zum Laufen. Du musst weg von ihnen. Ja, ich weiß. Ich könnte es auch hier da nach oben probieren. Autsch. Hier hoch. Hier hoch. Ah, so, das ist der gleiche Weg wie eben eigentlich. So. Das hat wieder nicht geklappt. Geht's hier hoch? Es ist ein anderer Weg als vorher, aber er reichte. So, wohin genau? Hier hoch. Und hier hoch.
Worum geht's denn? Soll ich den Sprung jetzt hier wagen? Ah, ja. Alter, fuck it. Okay. Und wie es jetzt hier unten weitergeht, nachdem dort oben die Gegner sind und wir hier in diese Tür müssen, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ob wir es schaffen, unsere gute Freundin, Schwester, ach, whatever, zu befreien. Ich bedanke mich jetzt erstmal aber soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben, da abonniert mich, gebt mir Feedback. Ich freue mich wie immer über jeden Scheiß und sag wie immer zum Schluss, tschö mit Ö.